wieder dabei seid, heute in meiner Blumenwerkstatt, Upcycling-Werkstatt aus der Natur. Naturgrenze, ob jetzt Rohlinge, um sie weiter zu verarbeiten mit tollen Trockenblumen, oder schon fertige Grenze, einfach gemacht, simpel gemacht, schnell gemacht, mit meinen Ideen. Und dann noch zusätzlich mit dem Rest noch eine Upcycling-Idee. Schaut doch mal, ob es euch gefällt. Mich würde es riesig freuen, wenn ihr bei mir bleibt. Noch viel, viel mehr findest du immer in meinem Kanal auf der Startseite kreativ-reich die Kekerplauderei. Ich bin Kerstin. Und da gibt es eine Leiste, da steht Playlist und wenn man die anklickt, dann findet man alles von mir. Sozusagen meine Bibliothek. Wir können stricken, basteln, die Blumenwerkstatt, aber auch Deko für draußen und drin. Heute sind wir auch draußen. Die Mini-Teiche, Edelrostsachen. Immer gerne ein Upcycling, kostengünstig. Auch mein Geldbeutel ist klein, aber auch immer besonders. So, jetzt legen wir los. Ich hoffe, es gefällt dir, das interessiert dich. Und los geht es. Grenze machen, selber machen, als Grundlage oder als fertigen Kranz. Ohne Draht, wenn du möchtest, nur gewickelt und das aus Upcycling-Materialien aus dem Garten oder wo du es sonst herbekommst. Ich bin Kerstin von kreativ-reich die Kekerplauderei und ich mache den Kanal schon ganz, ganz lange. Das ist so wie mein Wohnzimmer, heute sind wir in meinem Garten. Und ich zeige am liebsten, auch weil mein Geldbeutel klein ist, Upcycling-Geschichten, Blumenwerkstatt, Häkeln, Stricken, Basteln, Basteln für und mit Kinder, für jeden Monat des Jahres ganz besondere Sachen, für Deko, für draußen und drinnen. Und heute nehmen wir Ranken dazu. Ich habe hier Efeu, du kannst aber auch gern Clematis, Wein, wilder Wein nehmen, Brombeer, Himbeer ohne Dornen. Weide ist ganz toll, dünne Ästchen von der Birke und, und. Ich zeige das jetzt erstmal in klein. Du kannst es in jeder Größe machen, sonst passt es einfach nicht ins Bild rein. Also du nimmst die eine Ranke und legst die erst einmal zu einem Kreis und hältst die fest. Anfang und Mitte sozusagen. Und dann legst du noch ein bisschen was drumherum von deiner Ranke, dass wir so ein Mittelding haben und dann fangen wir an, immer den Anfang festhalten und dann fangen wir an, den Rest durchzuwickeln. Wenn die mal bricht oder so, ist nicht schlimm. Die trocknen dann erst noch und danach schneiden wir die auch in Form. So, dann wickeln wir das rein und das Ende stecken wir dann immer irgendwo durch, damit das dann erstmal hält. Wie gesagt, nicht so akkurat, Naturgrenze. Ich liebe die sehr. So, Anfang ist gemacht. Ich habe ja immer noch den Anfang in Händen, obwohl der schon halten würde. So, jetzt nehme ich die nächste Ranke. Und dann zeige ich mal das Ansetzen. Also, hier ist der Anfang, den lege ich so rum. Dann gehe ich einmal durch und dann zurück, wie so eine 8 und wickel den Anfang erstmal fest und dann fluppt der nicht weg und dann wickle ich weiter die Ranke als hin und her und dann habe ich eine Grundlage. Da könnte ich jetzt da in Strohkranz drumherum wickeln, Heu und, was man so hat an Materialien und bräuchte nicht, was ich überhaupt nicht mag, sind die Innenlegen aus Kunststoff auf Folie und sonstige Sachen oder Papier, was, wenn es mal feucht wird, dann aufquillt und anfängt auch unangenehm zu riechen, weil es nicht trocknen kann. So, die anderen Ästchen rein und dann kann man dann so dick wickeln, wie man möchte und in jeder Größe, immer dazugehend. Die müssen dann erstmal ein bisschen trocknen. Das sind jetzt ganz frische Äste. Also es geht auch nur mit frischen Ästen. Aber wenn die so 3-4 Tage alt sind, geht es auch noch. Aber älter nicht, dann brechen die weg. Und dann ist so eine Grundlage da. So, und der nächste ist fertig. Wie gesagt, das wird erst zugeschnitten, was so übersteht in ein paar Tagen, wenn es ein bisschen getrocknet ist. Und dann kann man die natürlich auch veredeln. Also mit Lavendel, mit Eukalyptus, mit Strohblumen, Trockenblumen, Strandflieder
und. Und ich nehme grundsätzlich immer erst so ein Rohling und dann eine dünne Ranke. Die habe ich mir jetzt an den Tisch gelegt. Und ich mag es, wie gesagt, naturbelassen. Nicht akkurat, nicht, ja, es muss steril sein. So. Und dann nehme ich mir meine Materialien. Natürlich kann man das jetzt auch mit dem Wickeldraht machen. Und dann kann ich die mir reinwickeln mit einer Ranke. Wickeldraht geht einfacher. Ne? Die Ranke da angelegt. Und dann immer wieder Eukalyptus anlegen. Spitze nach links und dann wickeln. Kann man mehrfach machen. Kommt drauf an, für was das sein soll. Türkränzchen, Tischkränzchen. Oder für ein Windlicht, ne, als Kranz oder als Schwimmkranz für die Mini-Teiche. Da habe ich dann das Springbrunnenteil drin. Das bleibt dann wirklich mittig und wenn das spritzt, dann spritzt das Wasser nicht raus und es bleibt wirklich mittig und außen kommt dann die Deko hin. So, und dann habe ich das jetzt gleich einmal rundherum. Nur Materialien aus der Natur. Und dasselbe gilt auch fürs Lavendel. Das mache ich auch büschelweise so drumherum. So, einmal rundherum. Das Ende stecke ich unter den Anfang drunter. Und dann kann ich ja nochmal rundherum wickeln. Dann kann man auch ein farbiges kleines Band oder eine Kordel drumherum machen. Dann hätte man bald komplett Natur einen duftenden Eukalyptuskranz. Ende irgendwo in den Kranz reinstecken, ein bisschen festziehen. Und dann gehe ich jetzt dann nochmal drüber hin mit einer Ranke, dass dann alles so schön ist. Und dann lasse ich es trocknen und ihr glaubt gar nicht, wie toll das duftet. So, ich bin jetzt auch einmal drum herum gegangen, großräumig, weit auseinander, schneide ich das Endstück ab und das stecke ich mir irgendwo fest im Kranz. Wie gesagt, das ist jetzt 100% Natur. Wenn dir es nicht gefällt, dann nimm ein bisschen Draht dazu. So, Eukalyptus, der so raushängt, kann man noch ein bisschen trocken drunter stecken und der war alles jetzt frisch, ne? Und wenn es getrocknet ist, noch ein bisschen in Form. Ein kleines, feines Schmuckband in der Spitze noch drumherum. Und dann hätten wir was ganz Besonderes. Und es duftet wahnsinnig gut. So, die Rohlinge sind jetzt fertig. Ich habe hier frischen Lavendel. Und da verwende ich auch die Stiele mit. Nicht nur die Blüten. Die lasse ich auch ein bisschen unterschiedlich lang beim Wickeln. Nicht extrem. Die lege ich mir noch schön zusammen zum Sträußchen. Ich habe jetzt verschiedene Farben hier. Und dann nehme ich mir ein Rohling. Und dann kannst du den wie beim Eukalyptuskranz mit einem Trieb, ne, mit einer Ranke wickeln oder aber auch mit Draht. Das liegt bei dir. Und dann nehme ich mir hier ein Rohling. Die habe ich selber gemacht, das wisst ihr. So, und dann fange ich an. Ich mache es nicht rundherum, ich lege es nur oben drauf. Bisschen versetzt das Ganze und dann fange ich entweder an mit der Ranke zu wickeln, ne, erst entgegengesetzt nach unten die Ranke, dann einmal nach oben gewickelt und über den Anfang so nach unten gewickelt und Sträußchen an Sträußchen immer durch, immer hin und her, rein, raus oder mit dem Draht. Den kann man dann auch gut verdeckt machen. Oder man arbeitet dann halt noch weiter.
Und wie gesagt, bei mir ist es Natur und ich würde für das Innenleben nie Plastik, Kunststoff und sowas nehmen. Auch kein Papier. So, Anfang gemacht. Das drücken wir dann auch noch richtig schön rund. Dann das nächste Sträußchen. Die kann man sich auch schon vorher binden und mit einem kleinen Fädchen, einem grünen, als Sträußchen zusammenbinden, dann geht es schneller und wer ungeübter ist, kommt da einfach schneller mit klar. So, wie gesagt, ich lasse die Stiele größtenteils dran. Wenn es ein bisschen zu dick wird, abschneiden. Von den Resten kann man dann ganz toller Lavendelsirup machen. So, jetzt kommt das nächste dran und dann wickeln wir einmal. Also nicht so massenviel. Einmal, und dann kommt das nächste Sträußchen und dann gehen wir rundherum. Als rundherum. Man kann natürlich auch andere Blumen noch dazu nehmen. Strandflieder würde jetzt gut passen. Trockenblumen, Strohblumen, Ähren, ganz toll. Weizen, Roggen dazwischen. Und jetzt wirklich als rundherum. Und dann machen wir das Lavendelkränzchen. Oder wie hier, Eukalyptus mit einer Ranke. Es dann weiter fortgeschritten ist, dann wird es natürlich dicker durch die Abschnitte. Ne? Die werden dann schon gekürzt, damit man es gut reinkriegt. Das Dürre weg. Wie gesagt, ihr könnt euch die Sträußchen vorfertigen. Dann schön aufeinander. Das ist so die eher mediterrane französische Art. Sorry. Und dann kommt Sträußchen nach Sträußchen dran. Und das Ende muss natürlich unter den Anfang, damit man es nicht so sieht. Und dann kann man noch mal vorsichtig drumherum wickeln oder so lassen. Vom Lavendel die Abschnitte. Da habe ich jetzt einfach Säckchen genäht. Das habe ich euch auch schon mal gezeigt. Und die braucht man nicht wegwerfen. Da kann man Lavendelsäckchen, Duftsäckchen machen gegen Motten und so und überhaupt, dass es gut riecht. Aber Lavendel hilft auch bei Unwohlsein, wenn man sich das wirklich in die Handtasche tut und dann mal dran schnuppert. Das hilft auch gegen Spannungskopfschmerzen, nehme ich das gern. Und dann schneide ich mir das klein. Das richtig feste kommt auf die Seite, aber das Grüne hier, was so duftet, die Blätter, die kommen dann in die Säckchen rein zugebunden. Und dann hat man wieder was Tolles gemacht mit den Resten. So, und dann sage ich toll, schön, dass ihr da wart, dass ihr mit mir zusammen kreativ wart, dass du reingeschaut hast, freut mich sehr. Noch viel, viel mehr immer auf meiner Startseite, kreativ-reich.de/Plauderei in den Playlists. Jetzt sage ich erstmal Tschüss, alles Liebe und bis wieder mal, eure, deine Kerstin.